Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Resurrection. Ich bin's, der Black. Und in der letzten Folge haben wir ein Hybrid-Solar-Panel gecraftet. Ich gehe mal kurz, ich zeig's euch mal. Einfach aus dem Grund, weil ich da auch noch einen schnellen Screenshot machen will. Screenshot, Screenshot, Screenshot. Lalalala. Da ist es, da oben drin. Und im Prinzip, Ziel der heutigen Folge ist es zu gucken. Nicht zu schaffen, aber zu gucken, ob wir eventuell ein zweites hinbekommen. Wäre ja nicht schlecht, dann hätten wir endlich, ja, ein bisschen Energie zur Verfügung. So, also Solar, wieder einmal. Und da wären wir. Fangen wir mal hiermit an, halt, da muss ich eh erstmal hier hinter. Die ist schon leer. Die ist leer. Hier wird es auch langsam leer, muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder hier das Ding abbauen muss. Wäre ja ungünstig. Oh. Einsammeln. Dankeschön. Mal schauen, ob die 7 reichen. So. Das da rein und nochmal. Solar. Da, da. Da, 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 da. So. Hallo? Mach mal was. Warum machst denn du nichts? Jetzt, wie siehst du? Ich wusste doch, dass du was hast. Habe ich davon noch genug? Nee, offensichtlich nicht. So, aber ich kann mir sicher welche machen. 1, 2, 3. Okay, kein Glowstone mehr, wie es aussieht. Kein Problem. Ich weiß ja, wo welcher ist. Und wir brauchen jetzt auch keinen neuen Farm gehen. Mittlerweile da durch den Hexenspawner, ja, hat sich ein bisschen was angesammelt. Ein Stack reicht erstmal. Sehr schön. So. Heißt. Und Solar. Noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Das heißt, das wäre. War dieses hier. Mache ich doch gerne. Jetzt hier mal geschaut. Was fehlt unten? Die Circuits. Erweiterte Schaltkreise fehlen. Und zwar 2 Stück. Mal gucken. Ja, siehst du, mal gucken mal einen an. Haben wir doch in weißer Voraussicht noch fertig gemacht. So, einmal so. Und einmal so. Und es fehlt im Prinzip jetzt nur noch eins. Ein weiteres Solarpanel. Und dann hätten wir das. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dass das doch so einfach geht. Und so, ja, schnell kann man es nennen. Hätte ich nicht erwartet. Absolut nicht. Nee, nee. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hoch und holen uns nächstes Solarpanel. Und dann sollten unsere Energieprobleme auf jeden Fall, sagen wir mal, nicht gelöst, aber auf jeden Fall verringert sein. Nennen wir es verringert. So, gucken wir mal. Plupp, hier durch. Hier hin. Solarpanel rein. Weitere Solarpanel raus. Und ja. Was will man mehr? Wupp. Und damit hätten wir im Vergleich zur vorvorherigen, also zum Anfang der vorherigen Folge, unsere Produktion verachtfacht, versechzehnfacht. Weil wir ja 2 gebaut haben. Ja, macht 16. 64 haut er jetzt momentan raus. Hier sind es auch 64. Maximum wären 128 EU pro Tick, wo er durchleiten kann. Allerdings erst, wenn es halt irgendwo gespeichert ist. Apropos Speichern, man sieht hier, dass dieses, ja, die Enderquery jetzt mittlerweile auffüllt. Beziehungsweise nicht die Enderquery. Enderquery ist dem nächsten Ziel. Aber das ist noch nicht ganz erreicht. So, wie sieht es denn jetzt aus? Selbst auf 200 steigt das Level noch an. Cool. Noch immer. Noch immer. Ja. Jetzt geht es dann langsam runter. Ich will aber eigentlich nur auf 200. Dann kann das hier ruhig ein bisschen schneller laden. Was wir nämlich brauchen, ist ja für drüben auch noch ein bisschen Strom. Und ich will jetzt gleich nochmal einen Tesseract bauen. Einen weiteren. So wie eine weitere Energiezelle. Da müssen wir dann gleich mal gucken. Ist eine Weile her, dass ich das letzte Mal eine Energiezelle gebaut habe. Im Notfall könnte ich auch hier eine nehmen. Will ich jetzt aber auch nicht. Was ich aber erstmal machen muss, ist hier und hier abbauen. Damit der Molekulartransformer nicht schon wieder hier alles leer saugt. Das wäre. Irk wäre das. So. Okay, das wäre schon mal soweit fertig. Ich brauche einen. Gucken wir mal hier. Welche habe ich denn hier gebaut? Eine Redstone-Energiezelle. Da machen wir dann halt auch noch eine Redstone-Energiezelle. Ich finde sie nicht. Ich sehe sie gerade nicht. Hm.
Weißt du was? Energietelle. Die. Da. Okay. Leadstone, Redstone. Ja, die brauchen wir. Okay, wir brauchen schon wieder einen Diamant. Nach verflixt. Und Elektrumbarren und gehärtetes Glas. Dreifach verflixt. Elektrumbarren bekamen wir aus. Wo ist denn hin? Gehärtete Energiezelle, Redstone. So. So, und zwar Gold und Silber. Ich glaube nicht, dass das unbedingt pulverisiert werden muss. Wenn nicht, können wir das ja drüben machen. Wir brauchen also erstmal Gold. Lala, und zwei Stück Gold. Zwei Stück reichen, weil auch da ist leicht Mangel. Und Silber, auch da sieht man, sind sehr wertvolle Materialien. Also zumindest das muss man Gregtech lassen. In anderen Projekten bekam man Gold und Silber teilweise hinterhergeschmissen, wusste nicht, was man damit anfangen muss. Und hier muss man tatsächlich ein bisschen sparsam damit umgehen. Finde ich nicht schlecht. Ist zwar doof, dass ich da ein bisschen Problemchen habe dann damit, aber ich sag mal so, es ist realistischer auf jeden Fall. So, hier rein. Lass mich rein. Dankeschön. So, dann gehen wir mal hier hin. Induction Smelter Basis. Lass mich hier rein. Das raus. Gold rein. Silber rein. Und dann machen wir zwei Elektrumbarren. Oh, nee, wir machen vier Elektrumbarren. Das geht auch. Dann habe ich doch ein bisschen verschwendet, aber ist halt so wild. Ich hau mal das Lead und das Obsidian nochmal hier rein. Einfach nur just for fun. Wieder rüber. New. Ja, ich hätte auch die Abkürzung nehmen können. Ich weiß, ich bin blöd, Mann. Ich habe ja extra hier das Tor gebaut. Ich muss mich echt noch an meine Tore selbst gewöhnen, an meine eigene Konstruktion. Aber das wird auch noch. So, das hätten wir. Dann einmal so, so. Das kann wieder rein. Redstone Energiezellenrahmen, den haben wir. Jetzt muss ich wieder rüber, weil das Ding muss ja befüllt werden. Dafür brauche ich aber, glaube ich, ein bisschen Redstone. Red. Auch da mangelt es so langsam ein bisschen. Aber das kriegen wir hin. So, Luf, mein Freund, Luf. Okay, hier hätten wir noch ein gewisses Maß drinnen, aber nicht viele. Die werden nicht reichen. 1, 2, 3. Unten kann sich ja nicht reinfüllen, genau, das geht nur hier drüben. Nee, das geht gar nicht hier drüben, weil hier drüben offensichtlich auch nicht drin ist. Ah doch, hat sich reingesteckt, okay. Machen wir nochmal 3. 1, 2, 3. Wie gesagt, ich will nichts verschwenden, was wir momentan nicht verschwenden können. Wie viel braucht denn der? Redstone da. Energiezellenrahmen voll 4000. Na, dann braucht er noch 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30 Stück, meine Fresse. Und ich wollte doch nicht verschwenden. So. Obwohl ich hier drüben ja eigentlich auch noch welchen drin hätte. Die hätte ich, na gut, 200, das sind zwei Redstone. Das ist jetzt Wurst. So. Wenn wir diese Energiezellenrahmen haben, was muss ich denn da noch machen? Redstone Energiezelle brauchten wir nochmal Elektrum. Also nochmal ein bisschen was. Blei kriegen wir hin. Die Redstone Leitspule, braucht die auch Elektrum? Okay. Also wir brauchen nochmal 4 Elektrum. Also sprich nochmal ein Gold und ein Silber. Kann ich ja inzwischen holen. In der Zwischenzeit müsste das Ding voll sein. Dann Gold. Eins bitte. Geh wieder rein. Silber. Ebenfalls eins. Was ist das hier? Silikon. Ach so. Silikondioxid. Brauchen wir momentan nicht. Das war das falsche Tor. Lup, hier lang. So. Auch das muss ich mal beschriften. Schlimm mit mir. So, das Teil ist voll. Sehr schön. Wir müssen nur nochmal hier hin. Das 1, 2 Lied nehme ich gleich mal mit. Den Rest raus. Silber rein. Gold rein. So. Das raus. Das wieder da rein. Elektrum raus. Und wieder rüber. Läuft doch, Leute. Läuft doch. So, das heißt, Redstone. Energiezelle muss ich. Energiezelle. So, wo haben wir denn resonante Energiezelle? Nee, die will ich noch nicht. Ich will nur die hier erstmal. Quatsch. Wo ist denn die Redstone-Energiezelle? Hä? Da. So. Dich will ich haben. Oh, wir hatten.
Wir hatten sogar tatsächlich so eine Leitspule noch fertig. Naja, umso besser, dann nehmen wir das Ding so mit, wie es ist. Das Lied hatte ich ja eigentlich auch, aber ja, was soll's. Oh oh. Wie es aussieht? Ja doch, jetzt ging's rein. Sieht auch noch gelb und grün ein bisschen was, ist auf jeden Fall da. Also müsste eigentlich noch gehen. Es kann sein, dass das einfach nur ein Leck war. So, die Redstone-Energiezelle haben wir. Die können wir eigentlich schon mal aufstellen, weil wir ja eh genug Energieproduktion. Deswegen hier raus, hier wieder rein. Jetzt muss ich nur gucken, wie und wo ich das am dümmsten mache. Weil prinzipiell hätte ich schon ganz gern diesen Platz hier freigehalten. Aus Gründen. Ich könnte allerdings auch sagen, dass ich das Teil hier ein Stückchen rübersetze. Quasi hinter das andere. Dann hätte ich den Platz hier hinten auch frei. Das würde auch gehen. Das heißt, wenn ich jetzt... Nee, das habe ich auch nicht frei. Ja, ich setze das trotzdem hier hin. So. Okay, dann wäre das schon mal so. Das ist okay. Hier wollte ich frei behalten, aber ich habe hier hinten auf der anderen Seite noch Platz. Ich könnte aber, ich wollte eigentlich das hier bauen. Verdammt, ich, das ist nicht so schön, wie es sein soll. Finde ich voll ärgerlich. Aber mir wird da schon noch was einfallen. Ich baue das jetzt erstmal so, dass es so ist, wie es ist. Damit es so ist, wie es ist. Ist es nicht so? Das brauche ich. Das brauche ich zwar auf anderer Stelle auch wieder, aber ist egal. So, dann hier aufmachen. Gut. Energiezelle hin. Plupp. Haben wir sogar die bessere hier. Ist aber auch richtig so, weil die Query braucht nicht so eine gute. Das Teil hier hingegen schon. Was ist denn hinten? Das ist hinten. Oh, der hat warte. So, hier, ne? Nee. Nee. So. Achso, so sammelst du also. Okay. Alle anderen Eingänge setze ich auch mal auf Eingang. Einfach nur aus Gründen halt schon wieder. Das hier war... Augenblick, muss ich mal hier gucken. Alles andere ist deaktiviert. Hier, das hier ist deaktiviert. Okay, muss man sich immer dran gewöhnen. So, dann haben wir hier eine Energiezelle stehen. Jetzt, was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich ein neuer Tesseract. Nein, diesmal sogar zwei. Zwei. Muss ich machen. Den da müsste ich theoretisch auch noch umbauen. Im Prinzip, wie gesagt, das hier ist der Tesseract für die Query. Und ich will mir jetzt noch einen oder zwei bauen, besser gesagt, für die... ja. Für die Dings halt, ne? Oh, guck mal hier. Es kommt neues Lapis rein. Gut. Ruby Ore auch. Auch gut. Betonit ebenfalls. Ist auch gut. Also die Query kommt noch hinterher. Tatsächlich ist es so weit, dass die Query schon fast schneller ist. Wenn gerade viel anliegt. Als hier diese zwei Geschwindigkeits-Upgrades und das Stapel-Upgrade. Ja, finde ich auch nicht so schlecht. So, jetzt hier steigt es noch. Aber die Sonne ist ja auch oben. Wenn doch mal Nacht sein sollte, wird es wahrscheinlich so sein, dass dann die Redstone-Energiezelle ein bisschen sich leert. Aber die Query arbeitet immer noch. Finde ich gut. Und wie gesagt, nächstes Ziel ist die Ender-Query aufzurüsten, bevor wir aus den Laserbohrer gehen, höchstwahrscheinlich. Weil wegen... aus Gründen halt. Allgemein. Aus Gründen ist immer ein guter Grund. Ne? So. So, und jetzt gucken wir mal in Enderium. Da hatten wir ja ein bisschen was. Und dafür braucht man wir dieses Prom... Nee. Pyrotheum das, genau. Der hier so nicht herstellbar war, weil wir den hier brauchten. Aha. Ich habe 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Aufpassen, dass ich mich nicht verbrenne. Das wird gleich... Warum ich keinen Schaden bekomme, weiß ich auch nicht. Vielleicht weil ich wegen der Feuer... Ach ja, jetzt. Ich habe es schon vermisst. Okay. In der Enderium rein. So. So klappt das doch. Dann haben wir 10 Barren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brauchen wir eigentlich nur. Oh ne, wir haben genug Barren dann. Also in Enderium haben wir dann ein bisschen was da. Das ist gut so. Das ist schon in Ordnung so. Pyrolusit kenne ich nicht. So. Wenn wir das dann zur Verfügung haben, freue ich mich persönlich ganz dringend. Weil freuen ist auch mal nötig. Man kann sich ja nicht immer nur nicht freuen. Nö, das
Singst du jetzt gerade oder steigst du? Ich weiß das jetzt gerade nicht. Du kannst dich auch nicht entscheiden, ob du singst oder steigst. Okay, wird schon hinhauen. Die Sonne steht oder geht langsam unter. Okay, ist auch gut so, ist genehmigt. So, das Enderium nehmen wir mal mit. So, und dann Tesseract-Rahmen leer. Ugh. Ich glaube, ach nee, erstmal mangelt es am Obsidian. Obsidian-Dust. Brauchen wir nämlich ein bisschen was. Sollte aber kein Problem sein. Ich nehme mal was mit. Haben wir übrigens auch drüben noch genug. Also, an Obsidian mangelt schon mal nicht. Das ist gut. Der wird auch schön schnell durchgeschmolzen. So. Komm, wir sind fertig. 8. Siehste. Haben wir hier auch schon wieder. Achso, muss ich erst verwandeln. Da war ja was. Dauert heute recht lange. Ist aber kein Problem. Ich hab's halt. Da ist es. So, du bist fertig. Sehr schön. Dann hau ich dich raus. Dich auch. Hau stattdessen den Obsidian-Dust rein. Der kann schon mal machen. Ich nehme den anderen raus. Und klatsche den gleich noch dazu. Ich brauche 6 Stück insgesamt, wenn ich mich hier nicht verzählt habe. Und hoffe, in wichtigen Sachen, dass ich jetzt wirklich noch genug und wirklich genug dafür da habe, um ja, 2 Tesserakte hinzubekommen. Jawohl, boah, Glück. So, in der Perlen, da hatte ich das letzte Mal ja schon ein paar mitgenommen, nehme ich die beiden noch mit. Die müssen wir noch auffüllen. Logisch. Hin, her, immer mehr. So, einmal hier unten rein. Flip. Oh, war schon noch genug drin. Na, umso besser. Ich hau trotzdem hier noch ein bisschen was rein. Hallo? Geh rein. Ich habe die Augen mitgenommen. Ich bin ein Blödmann. Na gut. Und dann gehen wir nochmal zurück. In der... So, 1 rein. Perlen raus. Das so. Was ist das denn? Enderium Ingot. Habe ich auch noch. Kann ja keiner ahnen. Weißt du, was wir da machen? So. Behalten das Zeug mal kurz im Inventar. In der Hoffnung, dass das dann gleich zu Enderium Dust wird. Ihr wisst schon. So, wieder hier rüber. Stattdessen hier 16 Enderperlen rein. Einen Tesseraktrahmen voll haben wir. Den müssen wir dann nur noch in den Tesserakt. Und zwar in den gesicherten verwandeln. Dann passt das. Lalalala. Reichen nicht 1000? Ja doch, reichen. Gut. Dann hätten wir 2 Tesserakisierungen, die wir hier draufsetzen können. Diese Tesserakisierung wird dann quasi so umgebaut, dass der nach drüben tesserakisiert. Und zwar quasi erstmal, um dort die Energieversorgung hier vom Sonarium etc. sicherzustellen. Sprich, wir pflanzen den Tesserakt einfach hier oben drauf und hoffen, dass das ausreicht, um ja weiter Energie zu versorgen, um den Ofen entweder schon mal dauerhaft mit Energie zu versorgen oder halt wenigstens das Teil da. Wir werden sehen. Ich glaube noch nicht dran, dass das ausreicht, zumindest nicht bei vollem Tageslicht, aber ja, vielleicht. Apropos Tageslicht, wir gehen mal Tageslicht machen, weil wenn wir schon Solarenergie produzieren, sollten wir da auch dafür sorgen, dass sie richtig produziert wird, nicht wahr? So, wupp. Hier rüber. Silicon Dust haben wir hier. Ist auch richtig. Was wollte ich denn? Achso, ich wollte wieder eins rüber. Denn ich brauche ja das zweite Tesserakt. Ich könnte, hätte zwar schon anfangen können rumzucraften, aber hier unten. Warum soll man sich mehr Mühe machen als nötig? Das hier ist jetzt doof. Da machen wir das mal anders. Einfach so. Ja, geht schon. So, komm, wir bauen nicht ab mal. Wir bauen nicht mal ab so. Einfach nur, um den ganzen Mist mal zu entleeren. So, setzen es wieder hin und hoffen, dass das nächstes Mal nicht nochmal passiert hier. So. Gut. Tesseract. Rahmen haben wir. Hier, das da brauchen wir. 1. 2. Gleich mal da rein. Und dann nochmal Tesseract.
So. Fehlen die Dinger wieder. Hep. Eins, zwei. Und nochmal. Zack. Eins, zwei. Sehr schön. Dann hier hoch. Das machen wir alles noch in dieser Folge. So. Wir brauchen erstmal privat. Flip. Machen 102 hatten wir, glaube ich, noch nicht. Das wird die Nummer. Ja. Ja. Hauptenergie erstmal. So, muss erstmal so hinhauen. So, Hauptenergie gesetzt. Und zwar nur empfangen, Energiemodus. Flüssigkeitsmodus nur empfangen. Kann ich eigentlich ausmachen. Kann ich auch ausmachen. Okay. Hauptenergie wird nur hierher gesendet. Und diese Hauptenergie, die kommt logischerweise in der Hauptsache von hier drüben. So. Hier drauf. Plupp. Aha. Warum wird die nicht angezeigt? Jetzt muss ich da nochmal rüber. Das, eigentlich müsste die nämlich längst hier angezeigt werden. Es sei denn, da ist irgendwas nicht eingestellt. Lalalala, so geht's aber nicht. So. Du bist dran. Ich hab's nicht gespeichert, offensichtlich. Frequenz 102. Hauptenergie. Plus. Nee. Nimmt er nicht. 102. Plus. Jetzt hat er's. Okay. So soll es sein. So darf es sein. Dann gehen wir mal darüber. Rüber ist hier. Hauen das Teil dann hier auf die Hauptenergie. Schlupp. Hier gehen wir auf nur Energiemodus, nur senden. Blockiert. Blockiert. Und hier müsste es. Wird immer noch mehr. Was aber wahrscheinlich. Ja, hoffentlich mal. Ja, ich werde es mal jetzt offscreen probieren und einfach offscreen schauen, ob das so passt oder nicht. Ich sehe verdammt rot aus in der Kamera. Liegt halt daran, dass ich mitten in der Nacht aufnehme und alles relativ dunkel ist und ich habe halt keine richtige Beleuchtung. Da muss ich noch investieren, das kriegen wir aber auch hin. So, genau wie ich hier investieren muss, dass das, finde ich merkwürdig, steigt das hier auch noch? Jo. Also entweder haben wir mehr Energie, als wir momentan inklusive da drüben verbrauchen. Wäre möglich. Oder aber wir haben, ja, wir fetzen. Ich gucke das mal. Ich teste das mal offscreen aus. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.